Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Ja, nochmal mit mir alleine. Genau, Makondo ist noch nicht wieder, hat noch nicht wieder Zeit mitzumachen. Ich denke, im nächsten Part wird er dann wieder mit dabei sein. Wie ihr merkt, ich höre mich etwas besser an. Ich hoffe, ich höre mich jetzt auch besser an und denke nicht nur, es ist wieder besser. Mir geht es, um einiges besser, so ganz leicht, merkt man das noch, dass ich so ein bisschen angeschlagen bin. Aber das sollte jetzt von Tag zu Tag immer besser werden. Der Schnupfen ist nämlich ja so gut wie weg. Meinem Hals geht's gut, also so ab und an merke ich das noch. Dann habe ich einen dicken Frosch im Hals, aber das ist alles wieder perfekt. So. Wir waren hierbei, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich machen wollte. Hier wollte ich ein Privatding draus machen. Und da brauche ich Kobbel für. Ich habe ein bisschen was. Ich gucke mal, ob das reicht. Ein bisschen Mauer machen. Was könnte schon vielleicht ein bisschen reichen. So. Vielleicht kann man das Ganze auch anders machen. So, dass wir doch offen lassen. Keinen Privatbereich draus machen in dem Sinne. Sondern hier vorne dann zumachen. Zauntore gibt es ja leider noch nicht als Mauer. Das finde ich, fehlt noch. Aber eventuell kommt das ja noch. Mal schauen. Genau. Und ich würde einfach hier jetzt auch Hecke hinmachen. Und hier machen wir zu. Ja, mit einem Tor erstmal, also mit Zauntoren oder so. Gucken wir mal, welche wir da reinpacken. Und später dann eben die Mauern, wenn das dann da ist, wenn es das gibt. So, genau. Also, ja, so würde ich das jetzt hier machen. Ach, Mann, oh. Die nehme ich mal mit wieder. Gut. So. Und wir hatten jetzt ja gesagt, wir gehen hier quasi lang. Also, ob nun hier oder hier ist ja eigentlich erstmal egal. Hier wollte ich ein bisschen zumachen, dass man nicht direkt drauf gucken kann. Das würde ich auch mit ein paar Bäume dann einfach regeln. Ne? Das wäre hier so ein bisschen, vielleicht kann man hier einen kleinen Picknickplatz hinmachen oder einen kleinen Sammlungsplatz, dass man ein paar Bänke hinstellt und so. Das könnte man ganz gut machen dort. Und dass wir hier dann, ja, losmarschieren. Hier soll eine Dreierbreite hin, ja. Das wird quasi so ein bisschen, ja, vielleicht so ein Außenrumweg. Wir hatten den ja vorher auch. Mal schauen. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich mit dem Weg hin will. Ich müsste auch noch die Lava hier gleich wegnehmen, ne? Obwohl, ich glaube, die kann ich... Könnte ich theoretisch einfach zumachen. Wir haben ja genug Lava. Aber ich nehme die mal mit. Man weiß ja nie, wofür wir die jetzt gleich irgendwie brauchen könnten. So. Da haben wir den Weg. Und hier... Ich würde hier gerne das erste Gehege anfangen. Und zwar würde ich gerne das Hühnergehege machen. Ich hatte ja gesagt, dass ich das gerne so ein bisschen in dem Stil hätte, wie wir das vorher hatten, halt um zu Gitter und so. Später hatten wir dann ja diesen Stall, wo man reingucken kann. Das würde ich eigentlich jetzt weglassen, dass die Hühner so ein bisschen ihren Rückzugsort haben. Und würde ich hier quasi Gitter machen und da an der Seite auch. Und eben dann in den Stall hinpacken. Und dann auf der anderen Seite von dem Stall würde ich gerne einfach ein großes Freigehege vielleicht noch ranmachen für die Hühner. Oder wir machen die komplett nur in dieses Gitterding. Das ginge auch.
Ich würde sagen, wir bauen das erstmal, ja, und schauen dann, was, ja, wie sich das macht und ob wir da nun noch ein anderes, ja, ein anderes Gehege mit dran machen oder nicht, sehen wir dann. So, 1, 2, 3, 4, 5. Unseren Hauptweg hier schon mal weiter planen. Ich gehe jetzt einfach gerade von dem einen Weg hier ab. Ich denke, das wird okay sein. Da brauchen wir jetzt keine Rundung oder so mit reinmachen. Hier, ja, Picknickplatz würde ich sagen, machen wir dahin. Doch, ich glaube, das fände ich ganz gut. Genau, hier den Hauptweg. Den lasse ich dann so ein bisschen so in die Richtung abschweifen, denke ich. Weil da haben wir ja nicht mehr so viel Platz in die Richtung. Also wir werden wahrscheinlich von den Ausmaßen her so ähnlich bauen wie, wie beim alten Resort, denke ich mal. So. Und dass wir dann hier mit dem Weg so ein bisschen da rumgehen. Aber wir fangen jetzt gleich erstmal an. Das Hühnergehege zu bauen. Und ja, auch dann das erste nach Thema, ne? Also wir haben ja Thema Bauernhof. Und nee, verdammt. So. Genau, Thema Bauernhof haben wir ja hier. Gucken. Ja. Thema Bauernhof. Da wollte ich ganz gerne Fachwerk machen. Und ich hatte mir erst überlegt, das Ganze in Eiche und so zu machen, aber ich hätte es gerne in Schwarzeiche. Das heißt, wir müssten eigentlich nochmal eben schnell in die Richtung. Das können wir mal eben machen. Da weiß ich hundertprozentig, dass dort Schwarzeichen sind. Die sind recht weit weg, aber es sind welche da. Hallo. Nee, ich leih mir mal nicht dein Boot. Ich schwimme einfach mal hier rüber. So, und dann gucken wir mal, dass wir ein paar Setzlinge bekommen. Das reicht uns ja schon. Wir müssen jetzt ja nicht so viele Bäume fällen. Ein oder zwei reichen da ja völlig aus. Aha. Also hier ist alles noch Birke und so. Aber da hinten. Also, wo Oakville war. Oder ist in der Zukunft. Da müsste jetzt eigentlich, dann müssten da Schwarzeichen sein. Da hinten kommen sie. Sehr, sehr schön. So. Das hier ist der kleine See. Also es sieht schon alles so ein bisschen anders aus, wenn es so gar nicht bebaut ist, ne? Also schon, da hatten wir schon ordentlich ja, bebaut gehabt. Ist eigentlich fast nicht so geblieben, wie es war. Ja, genau. Hier haben wir jetzt dann die Schwarzeichen und viel Leben, das ist toll. So. Dieser Berg hier. Da drinne war Dings, war unser Tunnel. Und hier, das war hinter dem, am Anfang war das der Makler. Und jetzt zum Schluss war das ja, das sind die Messe. So, dann gucken wir mal, dass wir ein paar Setzlinge bekommen. So dunkel, ne? Oder sehe ich nur, dass es dunkel wird? Nee, es wird dunkel. Dann lege ich mich doch erstmal ein wenig hin. So, okay. Einpacken und hier war ich drin. Gehört das hier überhaupt noch zu meinem Baum, das da? Ja. Könnte. Hier sind so viele Bäume.
Ich habe doch eine Schere dabei. Dann mache ich das jetzt mal so. Dann kriegen wir zwar keine Setzlinge direkt, aber wir haben schon mal ein bisschen Schwarzeichen, Hecke. So. Die spawnt dann hier jetzt auch was, oder eher nicht? Da ist gerade ein Setzling runtergefallen. Da ist auch ein Setzling. So, dann sammel ich mal ein und guck mal, wie viele wir haben. Also so 8 würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. 4 ist reicht ja für einen Baum. Wir haben auch nur 3 bis jetzt. Aber man weiß ja nie, ob man dann eben wieder genug Setzlinge rauskriegt und dann steht man nachher da und hat zu wenig. Deswegen gucke ich, dass wir ein paar mehr mitnehmen können. Also 8 auf jeden Fall. Ah, die stehen so dicht, dass die gar nicht wirklich despawnen hier, die Blätter. So. Hallo? Dann nehmen wir wieder den Knochen und hauen die halt selber weg. So, ein paar Setzlinge, Mensch, kann doch nicht so schwer sein hier. Ah, da liegt noch einer. Aber ich glaube, das ist wirklich nur einer, oder? Ja, wahrscheinlich. So, 4 Stück haben wir jetzt. Das ist definitiv zu wenig. Die hängen aber auch alle zusammen. Das ist ja wirklich doof, die hier wegzumachen. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen was Freieres habe hier. Ne. Ich glaube, das ist im Schwarzeichenbiom ist das einfach so, ne? Das muss wahrscheinlich so sein. Gut, okay, dann machen wir einfach da weiter. Wir waren hier, ne? Nehmen den hier noch weg. Und dann gucken wir mal. Oh Mann, die sind wirklich groß, die Dinger. So. Ich gucke jetzt mal, dass ich da irgendwie die Blätter trenne von dem Baum da. So. Weil dann despawnen die nämlich auch. Also zumindest ein Teil wäre schön, wenn die von alleine verschwinden. Ich da nicht immer hinter allen hinterher muss. 7 Stück haben wir. 8. So, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder zurück und pflanzen dort unsere Schwarzeichen an. Lass das jetzt da einfach so hässlich stehen. Das brauchen wir da momentan sowieso nicht. Also das Gebiet werden wir wahrscheinlich eher weniger wiedersehen. Und ob hier Oakville wieder hinkommt oder nicht, weiß ich noch gar nicht genau. Da könntet ihr eigentlich mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Ich überlege nämlich schon die ganze Zeit irgendwie, ob wir die Welt umzu ja wieder ein bisschen aufbauen sollen, ob wir hier halt den paar Leuten, die es hier gibt, also wir haben jetzt ja den einen Lederhändler,
Typen bei uns, ob wir denen eben helfen sollen, hier alles aufzubauen und eben ja, zu modernisieren und so. Und eben auch wieder ja, eine Stadt zu bauen, wie Oakville. Und auch Dinge wieder kaufbar zu machen. Da wurde schon ganz oft gefragt, ob denn, ja, ob es wieder Pecunias und sowas geben wird, ob wir auch wieder Sachen, ja, kaufen und so. Also da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Würde mich eure Meinung ja brennend interessieren. Würdet ihr gerne die Welt hier umzu wieder ein bisschen aufgebaut haben? Und möchtet ihr, dass wir Dinge kaufen können? Das ja, sind so die zwei grundlegendsten Fragen. Ja, hallo Schwein. Genau. Oder ob es euch lieber ist, wenn wir uns hier ja, nur aufs Resort konzentrieren, das Umzu eigentlich auf so ein paar Händler beschränken, eben mit den Tiersachen und die wir dann eintauschen ohne Währung. Oder oder ob wir eben alles kaufbar machen oder im Farm gehen. Genau, also würde mich eure Meinung zu interessieren, wie ihr da so zusteht. Also mir würde beides gefallen. Mir fällt da die Entscheidung recht schwer, muss ich sagen. So, Hühnergehege. Also hier wird so der Außenbereich sein, ja. Ich muss gerade mal überlegen, wir haben einen Zombie hier unten irgendwo. Mal schauen, ob wir den noch wegkriegen und da noch ein bisschen Licht machen können. Genau, hier wird auf jeden Fall kommt hier alles Gras hin. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das umzumachen möchte. Ich hätte das gerne genauso, wie es vorher war. Also unten halt Stein drin. Ich glaube, wir nehmen Kobbel. Wir bauen das aus Kobbel. Das passt auch erstmal zum Eingangsbereich. Das umzu. Oder Holz. Das ist nun die Frage. Bauernhof ist ja eigentlich mehr Holz, ne? Dass wir das schon gleich auch aus Holz machen. Das fände ich eigentlich, glaube ich, besser. Das habe ich jetzt so ein bisschen gerade ja, verdrängt gehabt, dass wir das ja im Fachwerkstil machen. Ja, dann machen wir das aus Holz. Ich hoffe, die Schwarzeichen wachsen recht schnell. Das wäre auf jeden Fall gut. So. Dann ist ja die Frage, machen wir das aus Holzblöcken? Also aus Holzbrettern meine ich, oder aus Stämmen? Stämme würde dann ja besser aussehen, ne? Gehe ich mal von aus. So. Den Weg etwas weiter. Ich mache das jetzt einfach mal dahin. Einmal bräuchte ich sowas. Genau. Ah, da kriegt man nur drei Stück von raus. Oh. Weil wir brauchen ja eins auf jeden Fall. Und das wäre völlig egal gewesen. Dass sie trotzdem. Die Ecken sind trotzdem irgendwie ein bisschen doof. Ja, also, dass wir das Ganze jetzt hier so auf den Boden legen, dann quasi. Genau. Ach, das hätte ich. Das wäre toller, wenn das irgendwie zu beiden Seiten connecten würde. Aber das geht ja eigentlich gar nicht. Dann machen wir das hier auch weg. Das brauchen wir dann ja gar nicht. So, ich würde das dann gleich abmessen. Hier das Loch, das füllen wir auf. Obwohl, da können wir vielleicht auch den Teich gleich hier vorne hin machen. Dann brauchen wir gar nicht so viel auffüllen. Ja, hier würde ich eine Ecke reinmachen.
dann eben in die Richtung hier weitergehen. Und von da dann kommend. So. So. Ne? So würde ich das hier machen. Dann haben wir hier noch ein bisschen was, wo wir ja ein paar Blumen reinmachen können. Also symmetrisch ist das auch so gar nicht, aber ja, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. So, ich sollte mal schlafen. So, guten Tag. Jetzt würde ich das gerne hier noch ausmessen. Also wir würden dann einfach mit den Stämmen nach oben gehen. Drei hoch. Ah, nee, ich würde vier hoch machen. Vier hoch. Ja, das ist besser. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel Steine wir hier haben. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und da hätten wir einen Dreier. Ja, das passt doch ganz gut. Oder wir machen hier vier und vier und in der Mitte ein Fünfer. Das geht auch. Das gefällt mir sogar besser. So. Wobei das ganz schön viel wegnimmt, ne? Von der Sicht. Vielleicht sollten wir einfach nur einen machen. Es muss ja nicht immer alles so eng sein. Wir hatten ja sonst immer, ich habe eigentlich immer so das Bedürfnis, fünf zu machen. Aber vielleicht kann man das einfach mal anders machen. Vier. So. Jetzt bräuchten wir dann, ja, Gitter natürlich. Und, Dingsen. Das ist ganz schön, mein Inventar ist ganz schön voll, aber hier habe ich den Stein nicht gestackt. So. Noch irgendwas nicht gestackt hier? Nö. Dann schmeiße ich mal Erde weg. Und dann eben hier mit den Stufen lang. So, ich denke, dann ist klar, wie ich das meine, oder? Jetzt kann man noch schauen, ob wir nicht eventuell das Ganze eins weiter vorziehen. Also ich glaube, dass... Das sieht besser aus. Das sieht jetzt schon viel besser aus wie vorher. Ich überlege immer noch, was ich nehmen soll. Ob ich nun weißen Beton nehme für den Bauernbereich oder ob wir da Lehm nehmen. Also Lehm ist ja von der Struktur her recht nett. Würde ich zwar auch dann in Weiß nehmen, aber ich glaube, der macht schon ein bisschen mehr her. Problem ist da natürlich das Farmen, ne? Das dauert immer eine ganze Weile, bis man ordentlich Lehm zusammen hat. So, okay. Ich würde jetzt allerdings erstmal den Part beenden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und machen dann hier weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao.